Yo Party People, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ganz wilde 75 Kilometer Deep Dive in richtig gute Materie. Diese Aussage kommt von Flo, der gerade vor mir fährt. Und ja, ihr habt letzte Woche mein neues Gravelbike gesehen. Damit bin ich heute auch unterwegs. Hier sehen wir schon mal Flo. Und ja, wie die Tour jetzt so wird, wie sich das Fahrrad dabei schlägt, etc. pp. Seht ihr jetzt gleich alles. Und ich würde sagen, rein in die Materie mit uns. Ja, das glaube ich. Ey, Leute, kurz zwei Sachen. Falls ihr Bock auf die Route habt, die Komoot-Route findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mich würde mal brennend interessieren, fahrt ihr im Winter trotzdem oder seid ihr jetzt umgestiegen auf den Indoor-Trainer? Ich habe es versucht mit Swift und sowas. Könnt ihr mich mal wissen lassen, ob ich dazu noch ein Video machen soll, warum ich das jetzt nicht mache. Aber ja, trainiert ihr im Winter draußen oder das heißt trainiert, fahrt ihr lieber draußen oder fahrt ihr gar nicht? Oder fahrt ihr nur zur Arbeit und zurück und das war's? Ja, lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Oh. Nice zwei Farbkombo hier. Ja, ich habe nur eine Farbkombo. Ja, aber hinten ist alles safe. Ja, Leute, ganz spaßige Situation. Ich bin platt hier vorne. Naja, also nicht so richtig, aber schon so, dass ich Luft verliere. Keine Ahnung. Ich habe den Reifen gestern gepflegt. Aber ja, scheinbar nicht richtig. Schade. Ich habe einen Ersatzschlauch dabei, deswegen ich wechsle das jetzt mal eben. Oh Leute, was für ein Service, ey. Mir wird hier sogar der Reifen aufgepumpt. Weil es so schneller geht. Ja, ich habe keine Pumpe dabei, deswegen ich habe jetzt Floßpumpe gekriegt. Die ist so ein bisschen komisch, da hat man irgendwie keinen Widerstand. Aber die pumpt trotzdem, das ist sehr weird. Nein. Leute, wir haben uns gerade hier irgend so einen Hügel hochgeprügelt. Ich musste tatsächlich jetzt das letzte Stück schieben, glaube ich, habt ihr auch gesehen. Ja, was soll man dazu sagen? Woran hat es gelegen? Zu viel Druck auf dem Reifen, zu wenig Profil auf dem Reifen. Und man muss da ganz feinfühlig mit dem Popometer hochsteuern. Also immer wenn der Reifen Schlupf hat, muss man kurz das Tempo rausnehmen. Das ist egal, was ich gemacht habe. Wieder Gas geben. Das ist einfach eine runde Scheibe jetzt geworden. Einfach Traktionskontrolle fahren. Traction Control on, Alter. Wir sind hier nicht bei Top Gear.
Noch nicht. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt so bei der Hälfte der Strecke angekommen. Und ich sag mal, es ist wild. Also wir fahren ja 30 Kilometer weniger, als ich jetzt mit Daniel gefahren bin bei diesem Night Ride, wo ich ja versucht habe zu filmen, aber das Video ja leider nichts geworden ist. Und da waren 50 Kilometer, war sehr viel Straße bei, aber die 50 Kilometer, ne, die da die Hälfte waren, waren bei weitem nicht so anstrengend wie das, was wir bis jetzt gemacht haben. Alter Verwalter. Aber das Gute ist ja immer, wenn man irgendwo hochfährt, kann man danach wieder runterfahren. Genau, aber bei dem Weg ist runterfahren nicht zwingend einfacher. Okay, aber... Ja, also stell dir mal vor, wir fahren das jetzt runter, was wir gerade hochgefahren sind. Ja, bitte nicht. Das ist dann wie Bobbahn. Das war hoch schon eine Bobbahn. Ja, es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Ja, ich glaube, ich versuche einfach so runterzufahren. Also, what's the worst thing that can happen? Oh, ja. Wo ist denn eigentlich? Links ist vorne, oder? Ist links meine Vorderbremse? Ja. Links sollte immer die Vorderbremse sein. Okay, ja, das ist bei meinem Fixie ist es genau umgedreht. Ich glaube, ich klicke einfach mal vorsichtshalber nicht ein. Fucking hell, Alter. Ich habe das Zeug überall. Stelle ich mich hier schon mal in Position, um zu filmen, oder? Alter. Ich habe da ein bisschen was mitgenommen, glaube ich. Alter. Ja, ein bisschen was. War eher kontrolliertes Rutschen als aktives Fahren. Ja, ich bin auch nur runtergerutscht. Ich konnte nicht mal mich mehr oben auf den Sattel setzen. Des guten Geschmacks. Die Tour ist zu Ende und jetzt gibt es erstmal eine Lütsche Kaffee, oder? Ja, das ist wichtig. Kaffee und Kuchen ist integraler Bestandteil des Abfahrens. Und hier so eine geile Waffel will ich auch haben. Erstmal schön scheiße. Kaufst du mir das, Flo? Ich kauf dir das, weil du dich so schön da durchgequält hast. Sehr gut. Ich mache jetzt mal kurz den Dreckcheck. Mach mal einen Dreckcheck. Ja, bei Flo sieht das ganz ordentlich aus. Sieht das von hinten aus? Ja, du hast hinten auch, das ist doch witzig, du hast da so weiße Flecken von dieser Kalkstraße. Ja, ich enthalte mich einfach mal. Aber jetzt ganz neu, bei Kona ist auch so eine Effektlackierung, wie ihr hier sehen könnt. Es ist ganz, ganz wild. Jo Leute, das war eine richtig wilde Tour, muss ich einfach sagen. Man hat auf der GoPro leider teils gar nicht gesehen, wie steil es nach oben ging oder wie steil es nach unten ging. An einer Stelle habe ich mich tatsächlich sogar auf die Schnauze gelegt und da habe ich eine Sekunde vorher die GoPro ausgemacht. Ich ärgere mich so darüber, weil es für euch bestimmt lustig gewesen wäre. Keine Panik, mir ist nichts passiert, dem Rad ist auch nichts passiert, aber Flo hat sich auf jeden Fall gut kaputt gelacht, weil ich halt lustig hingeflogen bin und so im Liegestütz quasi gelandet bin, genau über einer Pfütze. Also es war wirklich haarscharf. Ja, leider sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieser Deep Dive gefallen. Es war wirklich sehr matschig, sehr dreckig. Sieht man an einer Stelle auch, dass wir beide gesprenkelt sind im Gesicht und eigentlich den ganzen Körper rauf und runter dreckig sind. Ich sag mal, Flo hat da ein bisschen besser drauf geachtet und ich bin einfach nur rein in den Schmutz. Aber so soll das auch sein. Dafür ist ein Gravelrad da. Dafür habe ich mir das geholt, um mich einfach dreckig zu machen. Und
ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, falls ihr die Tour gerne fahren wollt, falls ihr hier aus Berlin kommt. Ich packe euch die Komoot-Tour natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Und ja, Leute, ansonsten, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier an der Seite irgendwo mal machen. Und zwei weitere Videos von mir findet ihr hier. Und ansonsten, Leute, dive immer ordentlich rein in die Materie, fahrt vorsichtig. Und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, ringehauen.